Nach dem epischen Staffelfinale von Rings of Power hat sich unsere Meinung über die Serie grundlegend geändert. Bis dahin waren wir der Meinung, dass die Serie nicht wirklich an die Standards der originalen Herr-der-Ringe-Trilogie heranreicht, weder von der Tiefe der Charakterzeichnung noch von der Geschichte und auch nicht von ihrem allgemeinen Aussehen. Aber nachdem wir uns die letzten drei Rings of Power-Episoden angesehen haben, haben wir unsere Meinung komplett revidiert. Warum das so ist, darum geht es in diesem Video. Achtung, es wird Spoiler geben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten bei Episode 6, in der die Menschen beschlossen haben, die befestigte Burg zu verlassen, um sich vor den Orks in ein paar freiliegenden Holzhütten auf offener Ebene zu verstecken. Not a great plan. Wir sehen ganz genau, wie die Menschen abgeschlachtet werden, richtig brutal. Wir bekommen wirklich erhabene Szenen zu sehen, in denen Arondirs Gesicht im Kampf mit einem Ork vollgekleckert wird mit dem Blut aus dem ausgestochenen Auge desselben Orks. Das war dann der Part, wo meine Freundin, die die originalen Herr-der-Ringe-Filme geliebt hat, aufgestanden und gegangen ist. Sie hat es als ungustiös bezeichnet. Sie meinte, dass die Originalfilme um einiges eleganter waren und sagte etwas davon, dass solche unnötigen, brutalen Szenen nur eingeflochten werden, um die Zuseher zu schockieren. Aber ich denke, da ist absolut nichts dran und sie hat einfach nur ein schwaches Gemüt. In besagtem Kampf wurde Bronwyn dann auch von einem Orkpfeil getroffen, aber das war nicht wirklich ein Problem. Es reichte nämlich einfach aus, den Pfeil rauszuziehen, die Ein- und Austrittswunden auszubrennen und eine Elbensalbe draufzuschmieren. Was der Pfeil auf seinem Weg durch den gesamten Brustkorb mit dem Gewebe angestellt hat, war glücklicherweise nur zweitrangig, denn siehe da, Bronwyn steht schon wieder in der nächsten Szene. Auch schön an der Folge fand ich die ergreifende Liebesgeschichte zwischen Arondir und Bronwyn. Die schauspielerische Leistung der beiden war wirklich gut und so energetisch, dass man wirklich das Gefühl hatte, sie sind vollkommen mit Leib und Seele dabei. Und die Südländer werden gerettet. Von Galadriel und einer ganzen Menge Numenorer, von denen man sich fragt, wie zur Hölle die ganzen Menschen auf den drei Schiffen Platz gefunden haben. Aber sie sind glücklicherweise da und alles ist scheinbar wieder gut. Der Ultra-Bösewicht Ada wird sogar gefangen genommen. Er ist einer der wenigen, die überleben. Ada ist geschlagen und wehrlos und er erzählt Galadriel seine Geschichte. Galadriel, die weise, erfahrene Führerin, droht ihm und den anderen Gefangenen Folter an und schwört Ada, jeden einzelnen Ork auf der Welt auszurotten, was gegebenenfalls ein Kriegsverbrechen sein könnte, oder nicht? Besonders weil die, denen Galadriel droht, ihre Gefangenen sind. Wäre Galadriel die Gefangene und würde sie ihren Gegnern drohen, wäre das etwas ganz anderes. Aber in einer Machtposition schwachen, unterlegenen Gegnern die Auslöschung anzudrohen, besonders nachdem Ada das erste Mal als fehlgeleiteter Elb und nicht länger als die reine Inkarnation des Bösen dargestellt wurde, könnte schon fast als sehr harsch aufgefasst werden, oder etwa nicht? Aber nein, das war dumm von mir. Die Serienmacher würden solche Fehler nicht machen. Aber natürlich ist sich Amazon offenbar darüber bewusst, dass Rassismus von allen Bevölkerungen auf der Welt ausgeübt werden kann. Dass Galadriel dann auch noch kurz davor ist, Ada dann abzuschlachten, obwohl dieser gefesselt und wehrlos ist, passiert doch nur, um ihre jugendliche Spontanität ein bisschen rauszubringen. Oh, und das Episodenfinale ist episch. Es geht um das Schwertstück, von dem Arondir gedacht hatte, es wäre in seinem Besitz. Aber weder Arondir noch Galadriel haben offensichtlich jemals nachgesehen, ob das Ding, das man Ada abgenommen hat, auch wirklich der Schwerthaft ist oder etwa eine Axt. Ja, passiert. Aber, und oh mein Gott, was für eine Überraschung, es ist eine Axt und der eigentliche Schwerthaft ist im Besitz von Saurons Diener und dieser steckt ihn in den Stein und die Südlande werden geflutet und durch das viele Wasser bricht der Vulkan aus und die Südlande werden zu Mordor. Weiter geht es in Episode 7, wir sehen, was unmittelbar passiert, nachdem der Vulkan ausgebrochen ist. Wir sehen, was mit Isildur passiert. Oh mein Gott, er stirbt? Nein, wie kann es sein? Aber Moment, soll Isildur nicht bald nochmal eine sehr zentrale Rolle in den Ringkriegen führen? Und könnte deshalb diese ganze Isildur-Tod-Geschichte nur ein billiges Mittel sein, um die wenigen Zuseher, die die Originalfilme nicht gesehen haben, zu überraschen? Aber nein, die Serienmacher wissen, was sie tun. Das sieht man auch daran, dass nach Isildurs scheinbarem Tod direkt zur spannendsten Storyline der ganzen Serie geschnitten wird. Den Haarfüßen und dem verwilderten Fremden. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, dass es Gandalf sein könnte. Es könnte doch eigentlich auch genauso gut Sauron sein, oder? Die Serie ist einfach so clever geschrieben, weil der Fremde ja dann auch einen Baum wiederbeleben will, aber fast ein kleines Mädchen dabei umbringt. Warum? Weil wir als Zuschauer wieder mal clever in die Irre geführt werden. Weil der Fremde nämlich nur unabsichtlich den Unfall herbeigeführt hat, aber gar nicht wirklich böse ist, wie sich später herausstellen wird. Und falls wir das noch nicht wussten, bekommen wir auch nochmal die blühende Blume zu sehen. Auch hat man das Gefühl, dass die Serie genau weiß, wie sie Saurons Dienerinnen einzusetzen hat. Es kommt einfach so viel Spannung auf, als sie die Haarfußsiedlung in der Nacht in Flammen aufgehen lassen. Und dann einfach ein harter Cut zurück zum Numenor-Lager am Tag gemacht wird und wir keine Ahnung haben, warum die Dienerinnen alles angezündet haben, wer sie sind, was sie wollen. Aber ist doch nicht so wichtig. Die Serienmacher wissen, was sie tun. Könnte es vielleicht sein, weil es einen weiteren großen Oh-mein-Gott-Moment am Anfang der 8. Episode gibt, in dem alles aufgelöst wird? Fandet ihr das alles auch so spannend? Schreibt gerne in die Kommentare.
Unterdessen entscheiden sich die Numenorer, nach einer einzigen Schlacht ihre Zelte in Mittelerde abzubrechen und zurück in die Heimat zu segeln. Hätten sie auch nur ein Schiff zum Beispiel schicken können, mit ein paar Booten, die Verstärkung anfordern sollten? Denn so hätte der Rest der numenorischen Armee sich zum Gegenangriff sammeln können, um die neue Formation der Orks noch zu zerschlagen, solange sie noch schwach sind. Ja, wäre eine Option gewesen, aber ist doch nicht so wichtig. Die Serienmacher wissen, was sie tun. Not a great plan. In dem provisorischen Numenor-Lager denkt Theo, dass seine Mutter tot ist. Haha, als würde Bronwyn sterben. Galadriel spricht mit der erblindeten numenorischen Königin und schafft es sogar hier, arrogant und abgehoben rüberzukommen. No one kneels in Numenor. You are not in Numenor. Oh, und Halbrand ist im Kampf so stark verwundet worden, dass es ihm ziemlich dreckig geht. Glücklicherweise haben wir uns alle mit der Figur mittlerweile so gut identifizieren können, dass wir wirklich geschockt sind und ums Leben bangen. Are you sure about that? Aber dann sagt Galadriel glücklicherweise, er braucht Elbenmedizin. Und Halbrand sagt, okay, steht von seinem Lager auf und reitet mit Galadriel über mehrere Tage ununterbrochen durch. Und das trotz eitelnder Wunden. Und ich dachte immer, dass es irgendwann sehr bald zur Blutvergiftung und zum Tod kommen kann. Aber das war dumm von mir. Wir sind ja in einer Geschichte und es ist vollkommen okay, wenn die Welt in einer Geschichte so willkürlich aufgebaut wird, wie die Drehbuchautoren sie eben gerade brauchen, anstatt irgendwelchen Regeln oder Ähnlichem zu folgen. Als ob irgendwelche guten Geschichten sich an Regeln halten und auf Stimmigkeit achten würden. Und dann diese grandiose finale Episode. Was? Der Fremde ist doch Sauron? Nein. Echt? Oh mein Gott. Und ich dachte wirklich, Halbrand sei Sauron. Wie clever es einfach alles gemacht ist. Aber stopp, Entschuldigung, eine knappe halbe Stunde in der Serie kommt raus, dass es der Fremde doch nicht ist und Eminem und seine Gefährten nur deshalb in der Serie sind, um 1. die Zuseher auf so listige und komplett undurchschaubare Art und Weise für eine halbe Stunde in der letzten Episode hinters Licht zu führen, 2. den Zusehern zu zeigen, dass Sauron und Sina ein bisschen doof sind, weil sie ihren Großherrscher einfach verwechselt haben. What? Es geht nichts über gutes Storytelling. Die Haarfüße werden gerettet, nur einer nicht, zu dem man bis dahin aber ohnehin keine große Bindung aufgebaut hat, weil sein Charakter in der ganzen Serie nie wirklich beschrieben wurde, aber wie auch immer. Er stirbt, ich bin traurig. Unterdessen sind wir zurück in der Region, wo Halbrand recht erschöpft ist von seinem 6-Tages-Ritt mit eiternder Wunde. Aber er kann immer noch gehen, also ist alles gut. Er muss sich kurz hinlegen, wird geheilt und 2 Minuten später geht er auch wieder herum und schlägt vor, die Ringe der Macht zu schmieden. Celebrimbor, der tausende von Jahren alt ist und eigentlich klug und weise sein sollte, willigt ein wie ein übereifriger Junge, nur Galadriel, die starke, weise Galadriel, merkt langsam, dass sie Unsinn gemacht hat, indem sie Halbrand hergebracht hat. Sie ist auch die, die Halbrand dann endlich als Sauron identifiziert, als echten Sauron. Sauron hält danach gleich um Galadriels Hand an, aber Galadriel hält der Versuchung stand. Dann schreien sie sich an wie ein altes Ehepaar, das kurz davor ist, sich umzubringen. Sie fällt in Ohnmacht und als sie wieder aufwacht, ist Sauron weg. Was macht Galadriel? Ihm eine ganze Armee hinterher schicken? Nein, sie macht nichts. Aber wie jetzt, könnte man fragen. Sie vertuscht ihre Dummheit? Aber nein. Als Elrond sie direkt fragt, erklärt sie es ihm mit diesen Worten, vertraue mir. Unterdessen kann Sauron zwar das Weite suchen, aber Galadriel ist sehr weise und wir konnten die ganze Serie über Vertrauen zu ihr und ihren immer guten Entscheidungen aufbauen, also wird es schon passen. Sie und die Serienmacher wissen, was sie tun. Oh my God, Galadriel! Und dann sind die Ringe geschmiedet, die gar nicht aussehen wie aus dem Kaugummiautomaten und die Serie ist vorbei. Wahnsinnsfinale. Oscars könnten gewonnen werden. Nicht nur für das beste, durchdachteste Drehbuch, sondern auch für die besten schauspielerischen Leistungen. Niemand wirkt etwa blank oder eindimensional oder gelangweilt oder einfach so, als hätte er keine Ahnung, was er gerade tut. Die Vorgängergeschichten in Form von Büchern und Schriften und Filmen werden allesamt in Ehren gehalten und wir bekommen eine echte Herr-der-Ringe-Story, ohne irgendwelche Hintergedanken von politischen Botschaften, auf Kosten derer eine gute Story geopfert wird. We are both activists. Wenn euch dieses nicht ganz unironische Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut außerdem gerne in unser anderes Video rein, in dem es darum geht, warum wir Filme wie die originale Herr-der-Ringe-Trilogie gerade in Zeiten wie diesen so dringend brauchen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.